Wir haben hier den dritten Radsalon hier in Mannheim an den Kapuzinerplanken. Das ist für alle Fahrradfreunde natürlich ein toller Tag hier. Hier gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich zu informieren zum Fahrrad und alles, was mit dem Fahrrad hier zu tun hat. Man kann auch gebrauchte Räder kaufen. Das ist auch immer eine gute Gelegenheit für Leute, die ein günstiges Fahrrad suchen. Wird vom ADFC organisiert, der Gebrauchtradmarkt. Und für alle, die mit dem Fahrrad zu tun haben, ist es heute ein regelrechter Feiertag, denn wir sind eigentlich hier in einer Stadt des Autos. Hier sind mehrere Jahrzehnte alles für die Autos ausgerichtet worden. Und jetzt gibt es endlich mal Gelegenheit, was fürs Fahrrad zu tun. Ja, eine unserer Aktivitäten ist der Gebrauchtradmarkt. Gebrauchtradmarkt ist eine zweifach positive Geschichte. Zum einen bringt es die Leute günstig zu einem Fahrrad und hilft denen, die ein Fahrrad loswerden wollen, das also auch einigermaßen bequem zu schaffen. Und zum Zweiten ist es natürlich auch ganz klar eine Sache von Nachhaltigkeit, von Müllvermeidung und von Förderung, von umweltverträglichem Verkehr für Leute, die ein Zweitrad brauchen, zum Beispiel, weil sie hier vom Bahnhof zur Universität fahren wollen und ein günstiges Zweitrad brauchen. Und was ich ganz toll finde hier, warum auch bestimmt viele Leute herkommen, ist dieses Fahrradkodieren, das die Biotopia anbietet in Zusammenarbeit mit der Polizei. Ich lasse halt mein Fahrrad kodieren. Es ist ja Gebrauchtradmarkt in Mannheim und deswegen geht es kostenlos heute. Und ich dachte mir, die Gelegenheit nutze ich mir noch. Der Unterschied zwischen Basement Bikes und anderen Fahrradläden ist, dass es bei uns nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern dass es auch darum geht, gewisse Gedanken, die der Fahrradkultur gut tun, wie zum Beispiel der Recycling-Gedanke, dass wir Fahrräder, die von anderen vielleicht schon für kaputt erklärt werden würden, weil es sich finanziell nicht mehr lohnen würde, die zu reparieren, dann doch wieder reparieren und so im Umlauf halten, dadurch verhindern, dass ja, riesige Müllberge entstehen von Rädern, die wir selber eigentlich noch toll finden. Wir lassen Leute selber schrauben, wir helfen den Leuten aus unserem Viertel. Die Radidee war, Strom zu erzeugen mit einem Fahrrad oder halt auch einfach die mechanische Energie zu nutzen. Also ich würde gerne verschiedene Fahrräder umbauen zur Erzeugung von Strom oder auch zur Erzeugung von, oder einfach einen Mixer anzuschließen oder eine Waschmaschine, alles Mögliche, was man da anschließen kann direkt oder halt über Strom. Das Bibliobike ist unsere kleinste mobile Bibliothekszweigstelle sozusagen. Das ist ein Lastenfahrrad, hat einen Kasten vorne drauf, in dem eine Mini-Bibliothek sich befindet. Und zwar nur mit Kinderbüchern, muss man dazu sagen. Und das Fahrrad fährt jetzt in die Parks. Und die Frau Bürgermeisterin, also unsere Dezernentin, kommt eben zur Taufe. Und die Kinder, die den Namen sich ausgedacht haben, sind zu einer Erzählveranstaltung mit Kuchen und Limonade nachher eingeladen. Die waren sehr gefesselt von dem Märchenerzähler. War sehr witzig und hat es toll gemacht. Mit RegioVelo wollen wir Arbeitslosen ermöglichen, sich wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu reintegrieren. Und außerdem wollen wir Bewusstsein für regionale Produkte schaffen. Wir bieten eine wöchentliche Kiste, in der verschiedene Obst- und Gemüsesorten enthalten sind und liefern die mit dem Fahrrad direkt an die Haustür von den Kunden. Also ich habe einen Flyer gesehen, irgendwo liegen und habe gedacht, das finde ich voll die gute Idee und da mache ich mit. Ich finde es wichtig, dass man überlegt, was konsumiere ich, wo kommen die Sachen her, die ich konsumiere, dass die aus der Region kommen und nicht aus sonst woher. Ich brauche keine Tomaten oder Erdbeeren im Dezember, sondern kann auch das essen, was es gerade in dem Moment konkret gibt. Mit der Fahrradtour konnten die Radfahrer gegenüber den Autofahrern einfach mal klar machen, verständlich machen, dass sie genauso gleichgestellte Verkehrsteilnehmer sind. Das besondere Highlight war, dass eben über alle Straßen gegangen ist, über die Brücken, über die man normalerweise als Radfahrer nicht fahren darf. Und die Autos mussten warten. Fand ich toll. Und es macht einen Heidenspaß, mit so einem Riesenpult durch die Stadt zu fahren. Alle klingeln und haben Spaß und ich freue mich schon riesig drauf. Die Freiheit, es ist so wie fliegen. Es ist schön, ja. Und natürlich, dass man ganz unabhängig ist, ja. Braucht man nichts, einfach einsteigen und los. Dem Fahrrad gehört weiter die Zukunft. Es werden auch noch die merken, die bis jetzt das alles so ein bisschen kritisch sehen.